Der Account startet in Iron 4 und das Ziel ist es, mit diesem Account mit möglichst hoher Winrate und möglichst wenig Spielen nach Master zu kommen. Der Account hier ist jetzt wirklich richtig hardstuck Iron 4. Starten tun wir mit einer 26,6% Winrate, ne? 25 Wins und 69 Loses. Also dieser Account hat die schlechtesten Grundvoraussetzungen, um ein Master-Account zu werden. Und deswegen werden wir diesen Account nach Master spielen. Hey, was spiele ich hier? Swain? Oder Irelia? Artox ist oben, das heißt, ich spiele gegen Irelia. Ich hasse das Irelia-Matchup eigentlich. Hier werden wir nicht fürs Team spielen, wir werden einfach nur Mitte gammeln das ganze Game lang. Das ist natürlich fair, ne? Zwei Platin-Spieler und ein Gold-Spieler gegen Full-Platin-Team. Full-Emerald-Team. Right. I mean, aber wir haben J4, das ist okay. Bei meinem Top-Laner steht Split-Pusher mit dabei, das gefällt mir auch. Auch wenn beim Aatrox leider auch Split-Pusher steht. Und Aatrox mir mehr gefällt. Ja, ob wir Smurfs sind oder nicht, macht ja keinen Unterschied. Ich bin Negative Winrate Gold-Spieler. Ja. Was wollen die von mir? Das GP sagt sich so, ne, kein Bock. Gut, dass wir so gelaufen sind, wie wir gelaufen sind. Naja, wir hätten ruhig invaden können, aber die sind halt so reingelaufen, statt so rum. Wie jeder normale, gute Spieler. Das lässt mich viel darüber aussagen, dass wir das Game wahrscheinlich nicht gewinnen können. Weil mein Team einfach Low Elo Makro hat. Schade. Nicht der richtige Q-Angle leider. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich da einen Kill hinbekomme. Der Tod ist bitter. Mein ADC verliert da zwei Waves oder so. Thank you.
Verstehe nicht, warum man nicht einfach auf meiner E raufläuft. Whatever, I'll all in. Bin zu tötet, um noch normal zu spielen. Der scheiß Fiddlesticks outclassed so hart. Ja, war sehr knapp. Ich musste auf meine Q warten. Wichtig ist da, dass ich in die Richtung laufe, wo die Ulti von der Aurelia aufgeht. That was fun. That was very fun. Much counterplay, much wow. Das Game ist schon wieder ein Los. So ist Fiddlesticks so broken. Bro! I can't! I can't this game, man! Wie wird denn mein J4 so hart gekippt? Holy shit! Ich spiele so gut die Teamfight. Ich verstehe nicht, wieso mein Team so bad ist. Oh mein Gott. I can't do more, man. Der scheiß Drecksfiddlesticks. Nimm den doch einfach mal weg, Digga. Mein J4 wird komplett gegabbt. I can't. I give up. I can't. Diese Team Gap ist der größte Joke. Schon von Minute 1 an. Unfassbar. Ja,
Es ist so unfassbar. Ja, what more, what else? No, guys, it's fine. Trust you are very useful. Trust you are very useful. No, guys, don't worry about it. You are very useful. Jetzt gerade den Kill genommen auf Fiddlesticks. Don't worry, guys, you are very useful. Don't worry, Jin, you are very useful. Da konnten sie natürlich nicht einfach mitkommen und die töten. Da mussten sie natürlich in der Base AFK schimmeln und warten darauf, dass ich alles mache und dann einfach sterben. Der GP, der irgendwie 3-0 oder so reingeschaltet ist, steht mittlerweile auch 3-7. Ja, guter Engage, Javan. Blitzcrank Impact. Nice, danke, danke Blitzcrank. Es ist wirklich eine Ehre, teilzunehmen. Natürlich haben die überall Awards. J4 don't understand either, don't worry about it. Wir haben natürlich jetzt auch nicht Drake getradet, sondern haben einfach nur abgewartet. Natürlich geht er fürs Vogelcamp. Das ist das, was uns das Game gewinnt. Ja, der Jin ist doch boosted, oder? Ja, natürlich geht Phil nur für mich. Ich bin auch der Einzige, der irgendwas macht. Auf wen soll er denn sonst gehen? Die anderen sterben ja einfach wie Fliegen weg, ohne dass irgendwas Counterplay-mäßig passiert.
Crazy Gap. I don't even know, man. Ah, das Game war nicht winnable. Das war eine insane Team Gap. Now is your time, so prove yourself and